Hallo und willkommen zurück bei Empyreon. In der letzten Folge, da hat es uns einmal ganz kurz in den Weltraum katapultiert, samt Hoverbike. Das ist mittlerweile verschollen gegangen. Das kreist da oben wahrscheinlich in seinem eigenen Orbit um den Planeten, um Akua. Wir haben einen schönen Bohrer gefunden und können jetzt hier munter und fröhlich die Erze ganz entspannt abbauen. Sind noch zu Fuß unterwegs, könnten uns ein Hoverbike eigentlich wieder zusammenbauen. Aber das lassen wir lieber. Bevor das wieder schief geht, habe ich keinen Bock drauf. Das haben wir nämlich gerade so überlebt. Und da wir eh Erze brauchen, können wir uns direkt mal so ein bisschen zu Fuß umsehen. Ist jetzt kein Problem. Ist ja nicht so enorm groß, der Planet, dass wir es hier nicht drumherum schaffen. Das kriegen wir schon hin. Und wir können hier eigentlich direkt am Strand entlang gehen. Ja, Pflanzenprotein fehlt wieder. Halt. Da vorne ist Silizium. Hier im Wasser bestimmt auch das ein oder andere. Sehr gut. Ich könnte die Drohne nehmen, will ich aber nicht. So, da hatten wir es jetzt gerade. Ich konnte mich nicht bewegen mit Waffe in der Hand. Erst als ich die gerade abgewählt habe, konnte ich mich unter Wasser bewegen oder im Wasser. So, jetzt wird es gerade dunkel. Wir sind schon auf der Nachtseite. Machen wir das Licht wieder an. So. Und dann gucken wir mal hier drüben. Kommt gleich so ein kleines Wüstenbiom, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Silizium sammeln können. Weil das ist so das Einzige, was eigentlich noch fehlt. Kupfer haben wir 4 schon mitgenommen, 228, Eisenerz 87, ein bisschen mehr wäre nicht schlecht, aber das reicht vermutlich. Ein bisschen haben wir auch schon hergestellt, wenn mich nicht alles täuscht. War das hier auch Pflanzenprotein? Ne, das ist Gemüse. So. Ja, ein Zelt wäre nicht verkehrt, ne? Achso, ich dachte, da liegt ein Tier im Gras. Das war wieder so ein Totenschädel. Okay, müsste gleich hier vorne kommen. Das sieht zumindest auf der Karte aus wie so eine kleine Wüste. So, alles ruhig mal mitnehmen. Bringt nämlich alles Erfahrungspunkte. Da vorne sieht es aus wie eine Struktur. Da können wir mal hingehen. Aber das ist nur so eine Art Steppe. Na gut, noch sind wir nicht drin, aber wahrscheinlich doch kein Silizium hier. Schade. Okay, keine Wüste, nur Steppe. Interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha. Das ist das Depot, da waren wir schon, genau. Da oben ist unsere Basis. Level 12, yes. 70 Freischaltpunkte, also man bekommt echt viel, aber man braucht auch später sehr viel. Wir haben noch über 200. Können wir nochmal gucken, worin wir die dann investieren wollen. Alleine das, die Pflanzen sammeln, ne? Die geben 100 Erfahrungspunkte, das ist am Anfang schon sehr, sehr viel. Jetzt aktuell bräuchten wir 18.000 Erfahrungspunkte fürs nächste Level.
Aber wenn du immer mal wieder die Pflanzen mitnimmst, das rechnet sich schon hoch, ne? Vor allem, es geht halt sehr schnell. Du drückst nur einmal den Knopf, kriegst 100 Erfahrungspunkte. Das ist das Depot da oben, genau. Bup, 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 bup. Ja, da war die Ausdauer aller. Die regeneriert sich ja Gott sei Dank sehr schnell. Dass die Hälfte eh wieder verrottet, bis wir zu Hause sind. Ach, seht ihr, wir haben ja sogar noch. Ach, shit. Das ist schon verfallen. Ja, Mist. Wir hatten eigentlich noch so eine Dino-Suppe. Eine hatten wir gegessen, zwei hatten wir insgesamt. Da ist die andere schon verfallen. Mist. Ach so, ne, warte mal. Doch, das ist das. Hier vorne steht der Händler rum. Hier. Ah ja, okay. Ja, seitdem mich das Hoverbike da in den Orbit geschleudert hat, bin ich so ein bisschen, speicher mal zwischendurch, nicht mal, dem nicht mehr so zugeneigt. War ich schon davor nicht unbedingt, aber seitdem, dass euch das schon mal passiert, oder war das nur sehr, sehr viel Pech? Ich dachte schon, erst das Spiel ist abgestürzt, aber es ging dann weiter, ne? Und ich habe dann einfach das Jetpack aktiviert da oben im Orbit, bisschen nach vorne gedrückt. Also es war, hat uns gerade so an die Grenze geschleudert und ich brauchte bloß ein paar Meter nach vorne und schon waren wir wieder gefangen. Gefangener der Gravitation und dann ging es nach unten und dann haben wir es irgendwie überlegt. Ohne Fallschirm. Ja, schade, ich hätte mir von unserer Siliziumausbeute ich mir deutlich mehr erhofft. Vielleicht finden wir noch mal ein Feld. Immerhin viele Pflanzen, viel XP. Nehmen wir alles mit. Könnten uns auch früher oder später mal so ein Käffchen herstellen. Gibt dann Ausdauer. Kannst du dann beim Sprinten, kannst du den trinken? Er verbraucht auch mehr, also wenn ich viel sprinte und er regeneriert seine Ausdauer wieder. Oder überhaupt, wenn ich sprinte. Ja, verbraucht er auch deutlich mehr Nahrung, als wenn ich nicht sprinte. Ah. Deswegen ist der Verbrauch so hoch. Okay, habe ich jetzt erst wieder gesehen? Ja gut, Steak brauchen wir, ne? Zwei Eier. Zweimal rohes Fleisch. Machen wir dann, wenn wir das Raumschiff haben. Dann können wir ganz easy zu dem hinfliegen. Ist das eigentlich noch markiert, wo wir da hin müssen? Der Guard Tower ist es, genau. Muss man nämlich ein bisschen aufpassen bei den Missionsbeschreibungen. Ah ja, hier, jetzt wird es hier auch angezeigt. More Info F1. Ja, wenn ich das mache. Denn so ohne weiteres, so einen richtigen Missionsmarker gibt es ab und zu. Eigentlich gab es damals immer. Auch wenn es nur ein grober Bereich war, wo man mal hin sollte. Aber man wusste zumindest immer, wo man hin muss. Auch manchmal musste man sich auch Sachen durchlesen. Aber ich war halt auch der Meinung, damals war alles auf Deutsch. Aber ich muss nach der Folge, muss ich mal schauen. Das ist jetzt die letzte, die ich heute aufnehme. Ob es für die deutschen Texte da eine Übersetzung gibt. Aber ich meine nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist jetzt kein Problem. Ich verstehe da schon, was die von mir wollen. Da habe ich manchmal keinen Bock, mir die ewig langen englischen Texte durchzulesen. Ah, hier ist wieder Eisenerz. Sehr gut.
1. Wow. Da drüben ist mehr. Okay. Hier vielleicht auch. Nehme ich lieber die Pflanzenproteine gerade mit. Mampf, Mampf. Das Geräusch, was der beim Essen macht. Mit. Ja, haben wir schon ein gutes Drittel, ein bisschen mehr vom neuen Level, allein nur durch Pflanzen sammeln und gut ein kleines bisschen abgebaut, aber das war jetzt hier nicht die Masse seit dem letzten Levelaufstieg. Ja, beruhig dich. Was will der denn mit Steak, Eiern und so? Die haben doch zu Hause alles voll mit Fisch. Ist er der Einzige, der so sagt, nee, Fisch ist nicht so meins? Da, guck mal, da ist unsere Basis. Bald da. Gar nicht mehr so weit. Und dann können wir zu Hause noch ein paar Barren herstellen lassen und dann können wir uns nochmal auf den Weg machen. Silizium suchen, das gab es ja bei uns eigentlich auch direkt am See, am Bergsee. War aber wirklich ein bisschen Pech, dass ich jetzt da überall lang gelaufen bin, wo es nicht unbedingt Siliziumfelder gab zum Abbauen. Hatten wir schon ein paar Mal, dass es so, auch so Gegenden wie beim Kupfer oder beim Eisen halt auch für Silizium gibt. Am Wasser findest du immer ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Will ich jetzt hier runter? Nee, wir gehen mal da hoch, gehen mal oben rum. Da ist unsere Basis. Müsste, ist dort, ne? Ja. Seht, da wird auch gar nicht so groß, die Pyramide. Wenn man weit genug weg ist, wird die gar nicht so groß. Vielleicht schaffen wir noch ein Level ab, bis wir zu Hause sind, alleine durchs Pflänzchen sammeln. Plätzchen. Huch. Da ging es auf einmal bergab, Mensch. Das hatte ich nicht gesehen. Was ist das hier vorne eigentlich? Ist das Silizium? Nee, das ist das Kohlenstofferzlager. Wir hätten sogar 2, 3 Siliziumerzlager in der Nähe von zu Hause. Na gut, wir können ja eins davon auch gern mal abbauen. Wenn wir so viel in der Nähe haben, warum nicht? Wird auch bald wieder Tag. Wir rennen ja der Sonne gerade ein bisschen entgegen. Komme ich hier unbeschadet runter? Ja. Nee, das sind alles normale Steine hier drüben. Ja, auch wieder von hier aus gesehen.
ein bisschen südlich von der Basis aus, da so in die Richtung. Aber da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Ja, das Löcherbohren geht jetzt sehr schnell, wenn ich daneben ziele. Also die Übergänge der Farben ist auch echt geil gemacht. Also wirklich schön hinbekommen. Bestimmt nicht einfach gewesen, das bei so einem alten Spiel da nochmal neu irgendwie so eine Belichtungseinheit drüber zu bügeln. Da hinten ist das Lager. Kein Silizium am Strand, na toll. Dauert glaube ich auch so ein paar Ingame-Tage, ne, bis wieder, ich sag mal, die Erze nachgewachsen sind. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube so 2, 3, 4 Tage irgendwie in der Dreh dürften die dann wiederkommen. Bin schon vorbeigelatscht am Zuhause. Ach, das ist noch eine ganze Ecke. Ah ja, davon, da sehe ich es doch. Ach, guck mal. Wow. Bei dem ersten Stein, da kam ein Silizium raus. Vielleicht gehen wir einfach zum Siliziumerzlager und dann habe ich da keinen Stress mehr, das zu suchen. Das ist auch gar nicht mehr. Man brauchte auch, ach ja, ich erinnere mich, man brauchte für die Bergbaugeräte, so eine Bergbaugeräteinheit, irgendwie hießen die oder heißen die. Die waren ein paar tausend Credits teuer. Das heißt, früher oder später müssen wir irgendwo uns ordentlich was zum Handeln suchen, gucken, was die so im Angebot haben und vor allem auch ankaufen. Dann so ein paar Sachen herstellen oder vielleicht finden wir auch mal wertvolle Sachen, die dann verkaufen und daraus dann die Bergbaugeräte kaufen. Aber die gab es meiner Meinung nach nur in dieser Polaris Megacorp. Und die sollte es eigentlich hier auch irgendwo auf dem Planeten geben. Eventuell hier oben, könnte ich mir vorstellen. Aber hier gibt es bisher auch kein Zirax-Gebiet, das wundert mich. Vielleicht haben die das auch alles geändert irgendwie mit den letzten Patches. Kann ja auch sein. Also wäre schon cool, wenn es die Polaris Megacorp hier irgendwo auf dem Planeten gibt. Sonst. Tja. Könnte schwierig werden sonst. Na, da sind wir doch wieder. Okay, Helm und Licht aus. Guck mal hier kurz rein. Batterie 59%. Sehr gut. Die Keime. Nee. Das mache ich mal damit rein. Hier den Booster? Ich meine, ich könnte den reinpacken, aber Nahrungsverbrauch ist halt nochmal stärker. Warum auch immer. Na gut, weil man sich schneller und länger schnell bewegen kann irgendwie, ne? Deshalb mit Sicherheit. Naja gut, dann lassen wir das. Da ist noch Titan. Das gereinigte Wasser kommt hier drüben rein. Ein paar andere Sachen packe ich wieder in unsere persönliche Kiste.
Ja, die können wir eigentlich mal mitnehmen. Noch die Key Matrix haue ich da mal rein. Und was wir brauchen, ist auf jeden Fall auch Munition. Wie viel Schuss kam da raus? 50 pro Patrone oder? Ach, ich kann es doch auch sehen, ich blöd Mann, Mensch, da steht doch hier alles da. 50, genau. Okay, sehr gut. Dann haben wir da wieder ein bisschen und hier kommen 30 raus. Schrotflinte ist halt auch ganz geil. So, dann machen wir das mal fertig. Ja, guck mal, die Titanstäbe hat es mir fertig gebaut. Achso. Das ist das gereinigte Wasser. Bisschen was muss noch wieder hier drüben rein. Das Zelt kommt mal hier hin. Ja, 100 Titanstäbe noch. Kohlenstoffsubstrat. Man kann auch mehr reinpacken, das merkt sich dann fürs nächste Mal. Siliziumbahn und auch, dass das weggeht, ist echt nervig. Siliziumbahn 134, Eisenbahn 116, okay. Dann machen wir doch mal 116 Eisenbahnen, bitte. Da müsste passen, ne? Siliziumbahn. Gleich mal alles, was wir haben. Das wird nicht reichen. So, okay. Gut. Dann können wir mal zum Siliziumerzlager gehen. Und da ein bisschen was rauskratzen. Oh, hat doch schon wieder Hunger. Eigentlich könnte ich wirklich den Anzug ablegen, wenn wir zu Hause sind. Gut, ich sprinte hier auch viel. Das verbraucht natürlich nochmal zusätzlich unsere Nahrungsmittel. So, da sind wir. Weg da. So, da ist es. Na dann. 19 Silizium, 26. Okay, das geht schön schnell hier unten. Das ist ja echt fantastisch. Nebenprodukt Schotter, auch nicht verkehrt. Noch mal ein paar von unseren Betonblöcken bauen lassen. So, und das war es auch gleich schon. Ja, ich denke, das war's. Ich weiß gar nicht. Ah, ja, guck mal. Jetzt ist es auch weg. Wir haben jetzt wie viel Silizium? 280 Silizium bekommen. Ja, reicht auf jeden Fall. Geil. Dann steht dem fast nichts mehr am Weg. Aber stimmt, Titan brauchen wir auch noch. Ah ja, das war jetzt... Da hatten wir... Boah, weiß ich nicht, ob es reicht. Ich glaube nicht. Ein bisschen müsste da fehlen. War hier nicht die Gegend, wo immer mal so ein bisschen Titan rumlag?
Kupfer. Okay, na gut, wir gehen mal wieder nach Hause. Können wir auch die Siliziumbahn herstellen lassen? Dann gucken wir mal, ob es mit dem Titan reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal auf Titan-Tour gehen irgendwie. Ich bin mir noch nicht sicher wegen der Textur. Vielleicht machen wir die auch. Vielleicht machen wir die auch aus Marmor. Die so schön weiß ist. Ja, ich schweife schon wieder ab, aber. Ey, was ist denn hier los? So. Ich glaube, weiß wäre die bestimmt auch ganz geil, ne? Oder aus. Wie sieht. Sieht das goldmäßig aus, ne? Naja, vielleicht die Spitze. Oh, das ist immer so dumm. Ich muss das dann einmal wegmachen. Ich glaube, weiß könnte mir doch besser gefallen. Danke, Spiel. Einige Blöcke herstellen lassen. So, dann erstmal das Silizium rein. Kupferschotter. Hier drüben noch ein paar Sachen eingepflegt. So. Eisenbahn haben wir sehr viele jetzt. Siliziumerz ist hier drin. Warum ist hier Siliziumerz drin? Ich mal ein paar fertig. Munition nehmen wir mit. Sehr gut. Ich tausche mal Schrotflinte mit Scharfschützengewehr. Ich lasse mal ein paar Betonblöcke bauen. Erstmal so 700. Wird vielleicht gar nicht reichen. Hatte ich nicht deutlich mehr Schotter? War das nur so wenig? Echt? Hör auf von mir aus. Also das ist kurios. Ach ja, 100 Titanenstäbe, stimmt. Okay, also 40 würden wir noch rauskriegen. So, das müsste auch an D
den dann reichen. Genau. So, 100 Titanstäbe noch. Dann haben wir es. Dann haben wir auch von allem zu viel drin, aber das erspart uns beim nächsten Mal so ein bisschen zumindest. Wobei das mit Sicherheit das nächste Raumschiff deutlich größer wird. Ich lasse jetzt mal diesen Anzug hier. Bisschen entspannter. So, was will der haben? Der will Steak haben, ne? Was war das? Zweimal Steak. Was wollte der noch? Eier und rohes Fleisch. Kann ich denn... Ach guck mal, ich könnte eine Pizza herstellen. Wo sind denn Eier? Wo bekommt man denn Eier her? Oder sind Eier was? Okay, genau, das wären schon mal die beiden Dinge, die er dann möchte. Die nehme ich aber noch nicht mit. Wollte jetzt nur mal schauen, ob das so funktioniert, weil uns noch die beiden Eier fehlen. Okay, der denkt, ich habe das Steak immer noch im Inventar. Habe ich aber nicht. Okay, na gut. Dann ist es so. So, die anderen Bahnen, die haue ich hier wieder rein. Die brauche ich dann doch eher für die Herstellung für irgendwas anderes. Und... Komisch. So, 60 Titanstäbe, also 30 Titanerz brauchen wir noch. 30 Titanerz. Könnte ich eigentlich... Könnten auch auf das erstmal ausweichen. Aber... Das ist nicht so schön wendig wie die Blackstar, fand ich zumindest. Und mit der könnten wir dann auch in den Weltraum, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen lasst uns das ruhig mal durchziehen mit dem Titan. Das fehlt zwar. Ey, die Pizza haust du dir mal rein. Genau. Kann ich davon noch mehr herstellen? Jo. Seht ihr, der Dino-Eintopf Royal bringt sogar noch mehr. Mach ruhig mal. Keine Ahnung, wie viel da. Vielleicht reicht das auch gar nicht für noch mehr. Okay, Titan fehlt. Machen wir uns gleich einen Kopf. Wir können mal durch die Forschungspunkte gehen. Ich kaufe mal alles, was wenig benötigt. Ach ja. Stimmt, es gab ja auch noch einen verbesserten Konstruktor. Und Schmelzofen und Dekonstruktor geht. Das ist auch super. Verbesserter. Der ist besser in der Verbübübe. Hier. Verbesserter. Energiematrix, Kobaltlegierung und Fluxspule. Ja gut, das sind alles Dinge. Durchschnittspreis 62.000. Genau. Dekonstruktor können wir auch noch nicht bauen. Und. Wie ist das andere Ding? Schmelzofen oder so? Ach so. Müsste ich wahrscheinlich über den verbesserten Konstruktor dann herstellen. Das ging gerade nicht. Okay. Drone Bay. Aha. Kann ich die denn herstellen? Oszillator. Ach
hier ist es. Okay. Aluminium, Blech und Energiematrix. Ja, das haben wir halt leider nicht. Das dauert noch ein bisschen. Geldautomat, ganz wichtig. Drohnenbase, Spawner. Aha. Da muss man dann mal gucken, was die alle so können. Das kann ich auch noch nicht bauen. Schade. Okay, und der Geldautomat, kann ich den bauen? Das würde gehen. Okay. Kann ich den auch hier bauen? Leider nicht. Das geht nur hier drüben. So, ein paar Blöcke haben wir schon mal wieder. Ist natürlich... Ich hoffe, es fällt jetzt nicht zusammen. Ging das, dass man die automatisch... Oder ging das vielleicht gar nicht? Könnte auch sein, dass gar nicht ging. Das mit den Schrägen überall lasse ich erstmal. Das war hier nur ein Test. Und ich würde mal versuchen, noch ein Stück höher zu bauen. Ja. Wo ist denn die Ecke gewesen? Ecke C. Das ist Satisfactory geil. Da guckst du einfach irgendein Item an, drückst die mittlere Maustaste und kopierst das, also kopierst es dann direkt als, dass du es als nächstes bauen willst. Das ist mega gut gemacht. Also mal gucken, ob das hält oder ob es wieder zusammenfällt. Sein, dass das gleich wieder zusammenkracht. Ja, wird schon. Okay, wir probieren es mal weiter, wie hoch wir kommen. So, 2 geht schon mal. Das hält auch noch. Konnte ich mir nicht irgendwie... Warte mal. Ah ja, hier. Strukturelle Integrität. Das wollte ich sehen. Mit N ruft man dieses Menü übrigens auf. Okay, das geht noch. Dann sieht es auch so aus, als ob da nochmal eins geht. Meine Blöcke. Alle wieder her. Okay. Das ging dann doch nicht mehr. Schade. Okay, gut zu wissen. Also ungefähr alle 3 müsste ich dann eins nach unten ziehen. Was ist das denn für ein Block? Ach so. Dann... Was
weiß aber nicht, wie wichtig die Form der Blöcke ist oder ob es hier wie bei Valheim nur um die Entfernung der Blöcke geht. Wisst ihr? Ob ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich sage, ich will hier nur so eine Platte, weil ich jetzt hier oben drauf eh weiter baue und es egal ist, wie das drunter aussieht. Moment. Probieren wir es mal. Das ging, glaube ich, noch, ne? Die Seite jetzt sollte noch funktionieren. Und jetzt müsste ich hier aber wieder was bauen. Mist, wo waren denn die? Hier. Die auch immer nicht bei den eigentlichen Zylindern mit drin sind. Wenn ich es jetzt wieder verbinde. Ist es dann besser wieder? Achso. Stimmt. Da unten hatten noch welche. Halt. Hatten noch welche gefehlt? So. Oder hält das da auch besser, wenn ich hier so eine... Naja. Das ist direkt besser. Okay. Okay, ja, das geht. Aha, ja. Und dann kann ich hier oben nochmal wieder weiterbauen, oder? Drei Blöcke frei ist mir ein bisschen zu wenig, bin ich ehrlich. Vielleicht. Sechs. Das müsste eigentlich auch noch locker reichen. Ging ja auch noch, okay. Ah, sehr gut. Direkt wieder besser. Okay, dann kann ich das hier eigentlich wegnehmen und noch ein Stück nach rüber versetzen.
Das müsste gehen, dass wir das dann bis hochziehen können. Huch. Schon nicht so ohne. Aber ist das jetzt hier eigentlich die Hälfte, ja, oder? Wie viel breit hatten wir es gemacht? 25 oder 24? 26? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, okay. Hält noch, okay. Vielleicht reicht es ja, wenn ich da mittig dann eine baue, so wie hier ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6 und da dann die Stütze hin. Blöcke sind gleich alle. Du noch halten. Ich will das immer einsammeln, aber es ist sinnlos. Ja, okay. So. Wird schon schön hoch. Ich hätte mir nämlich überlegt, dass wenn wir dann oben, haben wir auch noch eine vielleicht eine zweite und vielleicht auch eine dritte Etage oder so, dass wir da irgendwo das Landepad bauen für unser erstes Raumschiff. Oh, es sind nur noch 16. Wir haben kein Schotter mehr. Schade. Wir brauchen Schotter. Bevor es jetzt Nacht wird, besorgen wir mal noch ein bisschen Schotter. Hier sind ja überall noch Steine. Da können wir über Nacht noch mal ein bisschen was herstellen lassen. So, komm, dann nehmen wir mal die großen da hinten. So. Kann ich, eigentlich sehen die da schön aus. Die möchte ich gar nicht wegnehmen. Einiges an Schotter das mitgebracht, gerade weil wir uns auch durch den Boden gefräst hatten. Aber war wohl nicht so, schade. Schrott. So. Da gibt es noch viele schöne Steine, guck mal. Mich schon interessieren, wie viele 1000 Steine da drauf gehen. Wie viel steckt in der Cheops-Pyramide? 1000, genau, dann nur 1000 Steine. Eine Million oder so? So, ich denke, das reicht. Wie viel haben wir jetzt? 283.
Ja, ich denke, damit können wir erstmal glücklich und zufrieden wieder nach Hause das in den Konstruktor schmeißen, dass der uns jetzt über Nacht, wenn wir gleich schlafen gehen, einfach nochmal ein paar Blöcke zusammenzimmert. Ich kann euch gerade das Licht nicht anmachen, weil ich den Anzug nicht anhab. So. Aber so eine ganz weiße Fläche ohne Marmorspuren geht nicht, oder? Ja, genau. Eine aus Fliesen hätte ich gerne. Wie weit das geht. So. Komme ich jetzt hier noch überall ein bisschen hoch, ja. Ja, sorry, hier ist noch dunkel, wir haben noch keine Innenbeleuchtung. Das fehlt auch alles noch. Bauen mal mit dem und mit dem. Können sich ja beide gegenseitig ein Abarbeiten über Nacht. So, wir gehen mal ins Bett. Ja. 678 haben wir bekommen. Oh, und da ist auch der ganze Schotter weg. Also das ging jetzt, ne? Fast 700 Blöcke für die verhältnismäßig kurze Arbeitszeit. Aber alleine die Bodenplatte dauert ja schon eine Weile und verschlingt viele. So, okay. Waren schon mal 100 Blöcke weg. Gut, dann mache ich mal wieder dieses die Integrität an. Einmal das. Irgendwann weiß auch ich, was wir hierfür brauchen. Wo ich die Blöcke finde. Nee. Ach so, damit kann ich. Ah, okay. Gut. Okay, hier wird es wahrscheinlich gleich wieder zusammenfallen. Aber wenn ich hier wieder meinen Trick anwende. Guck mal. Direkt viel besser. Müssten wir hier mit Sicherheit auch machen. Spätestens bei der nächsten Ebene oben wird es sonst wieder kritisch. Die kann ich halt nicht ziehen. Das würde jetzt nur nach unten gehen oder zur Seite, aber nicht so schräg nach unten.
Aber ich kann ja so machen. Okay. Ist immer noch spannend, ob das wirklich, ob wir es bis zur Ecke hochkriegen. Also irgendwann sollen die sich schon treffen und dann klappt es hoffentlich. Sein, dass das schon entgegenkommt. Vermutlich brauche ich hier noch mal Säulen nach unten. Okay, das macht es ein bisschen besser erstmal wieder. Aber trotzdem, hier brauchen wir noch mal eine Säule. Das ist immer so die Frage, wenn du halt sehr viele Säulen baust, ob das dann am Ende überhaupt noch gut aussieht. Weil wenn dann hier drin alles voll mit Säulen ist, wäre ja auch blöd. Och, naja, hat schon was. Oh mein Gott. Das ist sogar schon richtig. Na dann. So, ja, wenn man ein bisschen wieder gebaut hat, kommt man auch deutlich leichter wieder rein. Gerade wie man die Blöcke bewegt und auch schnell wieder wechseln kann. Müsste noch eins aushalten. Hey, wenn ich die wieder mit den anderen schrägen. Na, da lang verbinde. Jetzt auch strukturell noch mal ein bisschen besser. Also vielleicht gibt es für die Ecken noch eine ganz andere Form. Da müsste ich nochmal schauen, ob ich da was Passenderes reinsetze als diese eine kleine Platte.
Das müsste eigentlich die Spitze werden. Ich weiß jetzt halt nicht genau. Oh Mann, ey, haut das hin? Weil die Spitze, das ist nur ein. Ne, waren doch. Waren es vier oder waren es? Ne, doch schon. Da brauche ich ja die hier. Und eventuell brauche ich hier oben schon vier. So. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Moment, 1. Also neben der Spitze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Ja, dann haut das hin, dann ist da schon die Spitze hier oben. Fantastisch. Sehr gut. Okay. Das klappt. Machen wir das, was wir haben, schon mal ein bisschen bunt. Das hat ja wirklich eine große Reichweite, die Farbpistole. Sehr gut. Das ist ordentlich Druck dahinter, da kannst du die Farbe ordentlich weit mit schleudern. Oder? Es ist nicht zu groß. Es geht schon recht hoch, aber passt eigentlich. Ich finde das nicht verkehrt. Oder? Was sagt denn ihr? Da müssten wir hier unten auch wieder, wie ich es in Valheim gemacht hatte, die schrägen in den Boden rein. Sonst sieht es blöd aus. Ach so, weil ich... Ja, ist okay. Oh. Ist immer doof, dass du dann nicht auf die ganz Standardfarbe zurückwechseln kannst. Schon gewundert, dachte hier unten ist so grau, aber... Dachte, vielleicht liegt es an der... Hä? Wie die Textur aus, Mann. Ziemlich jetzt... Ach so, hier oben. Sorry. da. Ah, okay, jetzt. Oh. Da überlege ich mir noch was. Guck mal, ist doch schön, wie sich hier die Sonne drin spiegelt. Sollen sie doch kommen, die Goa'uld. Ich bin vorbereitet. Ah ja, die Ecke hier unten fehlt. Flupp. Da steht ein Viertel der Pyramide. Fehlen nur noch wahrscheinlich 1500 Blöcke.
Und von drin, wenn wir die dann auch so schräg machen, das kostet auch nochmal viele Blöcke. Und das hier unten bleibt nicht so, das machen wir auch irgendwie anders. Ist das zu viel des Guten, oder? Schwarz. Boah, das sieht schon ganz schön schwarz aus. Oh, rot. Keine Ahnung. Müssen wir da mal überlegen, wie wir es hier drin anmalen. Wohl er nicht. Das sieht im ersten Moment nicht verkehrt aus. So, dann wollte ich hier bei den Ecken noch mal gucken, ob ich da was Gescheiteres reinbauen kann. Ich hoffe, das hält jetzt noch. Moment. Okay. Da müsste halt auch so eine Ecke rein. Logischerweise. So, gibt's dafür eine Ecke? Die hier müsste das sein. Ha! Ja. Das mal nach und nach. Nicht, dass ich Spiel denkt, doch, ich lass mal hier was runterfallen. Hier könnte es kritisch werden. Ne, geht. Okay. Moment, ist das richtig? Ja. So, sehr gut. Dann ist das auch durch. Achso, ich kann auch mit dem Mausrad drehen. Das sehe ich jetzt erst. Auch geil. Achso, weil ich in dem Debug-Modus bin. Ja, okay. Nein! Ah! So, wir weißen den Rest mal noch so ein bisschen. Und dann gucken wir nochmal, ob das so erstmal irgendwie gehen würde. Ich denke schon, weil so doof sieht es jetzt erstmal nicht aus. Vielleicht könnte ich auch ein paar Säulen sogar noch mehr wegnehmen. Kleine Weiße hatte ich gar nicht gesehen vorhin. Die hat sich versteckt erst gerade. Ist mir aufgefallen, dass sie da noch
nicht begelbt in der Ecke rumsteht. So. Okay. Gut versteckt. Ach ja, hier hinten ist auch noch dieser Block drin. Schwarz finde ich gar nicht so doof, aber das ist schon sehr, sehr dunkel. Ich dachte vielleicht so einmal am Rand hier irgendwie. Keine Ahnung, ey. Gott, ey, was für ein Teil. Ja, und das würde ich jetzt so auch natürlich auf den anderen Seiten bauen. Aber, Moment, erstmal was futtern. Ach geil, konnte sogar noch 3 Pizzen herstellen. Sehr gut. Aber dann hier von, auf der Seite der Pyramide, die dann hier schräg kommt, also die dann von da nach da geht und nach oben, würde ich dann hier irgendwo in der Mitte, vielleicht auch ein bisschen weiter unten, sowas freischneiden, so ein Loch machen praktisch in die Wand und dann wie so eine Terrasse raus und dann verglastes Dach und das wird unser Schlafzimmer. Und dann dachte ich, können wir vielleicht ein bisschen hier oberhalb, je nachdem wie groß das Raumschiff wird, noch irgendwie hier einen Landeplatz reinbauen mit Rolltoren und so. Es gibt ja auch schräge Rolltore, die ich glaube, die kann man dann als schräg machen. Ich baue mal eins. Da gibt es verschiedene Auswahlen. Hier ist wieder dieses kleine Dreieck. So, dann können wir die anderen Blöcke noch schon mal in das Fundament hauen. Oh. Huch. Habe ich jetzt die gebaut? Okay, das ist jetzt nicht schlimm, man sieht es nicht, aber schnell zumachen, bevor es jemand merkt. Pfusch am Bau. Ah, Level 13 erreicht. Ach, kriege ich auch Punkte, wenn ich was baue oder was? So. Reicht's noch? Ja, 140 reicht. So, sehr gut. Dann hätten wir das schon mal. Aber der Boden wäre schon auch ganz cool, wenn ich da was Gescheites finden würde. Aber irgendwas ist das hier? Achso. Ich finde, man muss immer ein bisschen was ausmalen, nicht nur eine Kachel. Damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, ja, weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Nee, es ist mir zu psychedelisch. Ja, das auch. Ach jetzt.
Achso, mir fällt was ein. Moment. Und zwar. Sieht's doch besser aus, oder? Okay. Die Farbe, ja. Wobei ich da auch manchmal nicht weiß, die ich jetzt genommen habe, dass die schräge bis hier runter geht oder dann doch lieber die hier, dass da unten nochmal wie so ein Absatz ist. Das hier oben könnte wirklich reichen, wenn wir hier sagen, bauen uns dann hier so eine Bodenplatte rein. Achso. So, zwischen denen. Weiß nicht, ob das als Größe dann reicht für die. So als kleiner Hangar. Die wird dann viermal so groß. Das ist jetzt ein Viertel. Bräuchten wir das Raumschiff? Müssten wir gucken, ob es reicht oder ob wir das ein bisschen anders anstellen müssen. Naja, auf jeden Fall gibt es immer sehr viel zu tun, ihr seht schon. Auch hier weiß man wieder nicht, wo fängt man an, wo hört man auf. So, die Rolltore wollte ich mir nochmal anschauen. Ach nee, warte mal, das sind die Rolltore. Ich habe das verwechselt mit... Ah, shit. Gut, wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn es... Also gibt es auch in verschiedenen Größen natürlich. Ja. Genau, automatisch. Kann ich auch so auf und zu machen. Aber ich meinte eigentlich andere. Ach, Rampen habe ich gemeint. Es gibt Rampen. Schräge Rampen. Deswegen heißt Rampe. Oh, wow. Gab es die auch für die Basis? Ja, doch, hier Rampen. Laderampen ist nochmal was anderes. Ich meinte Rampen. Ich blöd, Mann. Keine Tore. Genau. Bau da mal bitte nochmal ein. Und die könnten vom Winkel her nämlich passen. Ist sortiert, ja. Genau, da sehen wir schon. Könnten die zur Pyramide passen? Ja, perfekt. Aber so eine kleine Rampe reicht natürlich nicht. Ah, okay. Ich hätte die schon gern in so lang, aber mit einem anderen Winkel natürlich. Wow, okay. Das ist ja doof. Wieso gibt es nur die und die? Also man könnte, wenn ich zwei davon hätte, eins so bauen. Man kann die natürlich auch verkehrt rum bauen. Hä, geht das nicht mehr? Echt nicht? Ach, Rampen gehen nur von unten nach oben. Die kann man tatsächlich nur so bauen. Das Ding ist halt, das passt hier nicht durch. Ne? Also wenn ich von oben nach unten noch so schräg hätte eins bauen können, würde es vielleicht reichen.
gut, da das eh nicht geht, das könnte vielleicht reichen. Gerade wenn du zwei dann nebeneinander baust, müsste es reichen. Ja, dass sich dann automatisch öffnet und man dann reinfliegen kann. Okay, das ist natürlich blöd. Vor allem, warum kann ich die nicht von oben nach unten drehen? Schade. Dann müssen wir wahrscheinlich doch senkrechte Rolltore machen. Na doch, warte mal. So rum, genau. Es geht schon von oben nach unten. Es liegt nur am Block, der hier ist. Okay. Also je nach Block kann man das schon so drehen, dass die auch von oben nach unten gehen. Hier zum Beispiel. So sollte es ja auch eigentlich sein, deswegen ist ja auch eine Rampe. Also dass die von oben nach unten ausfährt, nicht von unten nach oben. Aber man könnte beides machen. Das würde schon gehen. Das reicht vermutlich nicht. Die anderen haben alle eine andere. Ne, bei denen hier geht es auch wieder. Aber das sind auch wieder nur. Ja, und die haben wieder einen anderen Winkel. Mist, ey, die müssten zwei lang sein. Das wäre cool. Na gut, müssen wir uns dann mal drum kümmern, wenn es soweit ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben heute eh schon wieder überschritten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Haben ein bisschen was geschafft. Wenigstens hier mal weitergekommen mit der Pyramide. Und leider noch nicht unser Raumschiff gebaut, denn dafür fehlt noch Titan. Und das müssen wir nochmal sammeln gehen, nochmal suchen gehen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.